Der Fall Nancy Faeser bringt das Fass nun komplett zum Überlaufen. Vor allem das Verbot von ja, Compaq hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Denn immer wieder und vor allem jetzt aktuell tut sich wirklich diese gesamten Rücktrittsforderungen. Ganz Twitter spricht schon darüber. Beispielsweise hier mal nur ein Bild. Das ist einfach nur ein Bild, wo drauf steht, Faeser Rücktritt jetzt, wer ist auch dafür? Das hat jetzt schon über 100.000 Aufrufe, über 10.000, über 13.000 Likes. Also die ganze Sache geht enorm viral. Zweiterhin hat Frau Faeser beispielsweise auch, denn nämlich, es gab einen Zeitungsstand vor dem Ministerium, der hat ihr nicht gefallen. Daraufhin, weil da war auch das mit dem Grundgesetz, mit der Meinungsfreiheit, mit der Pressefreiheit und so weiter gestatten, hat sie ihn einfach abbauen lassen. Und das sind einfach Einzelfälle, wenn man die alle so sieht, vor allem jetzt auf Social Media, wenn man sich nicht genau informiert, da werden einfach die Rücktrittsforderungen und auch die Wut auf Nancy Faeser immer und immer noch größer. Also sagt mir jetzt auch mal, ob ihr auch dafür seid, wie viele auf Twitter, dass Nancy Faeser nun endlich ja zurücktritt.